Hallo zusammen und ja, guten Morgen. Es ist ziemlich früh am Tag, für mich jedenfalls. Und ja, ich und Jörg sind heute unterwegs. Das heißt, Barsche fangen und zwar mit den UV Floating Creatures von Fox Rage. Ein super geiler Köder, auf den ich aber erst später eingehen werde. Und ich übergebe jetzt an dich, weil du hast das Gewässer ausgesucht. Ja, es ist hier... Mit dir steht, du fällt es. Wir sind hier an einem sehr guten Barschspot. Ich war noch nicht so bewandt mit den Ködern, habe mich gestern noch so ein bisschen überzeugt. Also das Laufverhalten und finde ich wirklich beeindruckend. Also Patrick hat nicht zu viel versprochen. Ich freue mich riesig, dass wir das heute hier durchziehen können. Und ihr dürft gespannt sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim nun folgenden Filmmaterial. Lass uns loslegen, ein paar Fische fangen. Und nachdem die ersten Fische im Kasten sind, dann können wir auch mehr erklären. Viel Erfolg, Pause. So machen wir das. Ich habe jetzt mal einen kleinen Jigkopf montiert. Und einen kleinen Swingball. Ist zwar nur ein kleiner Fisch, aber zumindest mal ein kleiner Zander. Ich werde den auch ganz schnell abhaken. Einfach nur mal ganz kurz zeigen, wie Zander nun mal sind. Schöner, satter Biss, aber halt kleines Fischchen. Wenigstens verhindert, dass der Fisch auf den Boden fällt. Das war die Hauptsache. Ja, und das war jetzt der Erfolgsköder. Kleiner 3,5 Gramm Kopf, schon hinterher gejickt. Weil am Rig hat es nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da muss man halt variabel sein. Und obwohl ich die Köder persönlich lieber an Rigs fische, funktionieren sie auch am Jigkopf. Und werde aber später noch mehr darauf eingehen. Jetzt erstmal die Horns zu nutzen. Vielleicht ist gerade eine Beißphase, dass wir noch versuchen, ein paar weitere Fische zu fangen. Das ist ein besserer Zander. Ein großer, aber schon ein bisschen besser. Immer so praktisch, wenn man am Netz die Hände direkt nass machen kann. Köder hat sich im Netz schon verabschiedet. Wieder der schöne kleine. Ganz vorsichtig greifen. Das war kein großer, aber schon mal besser als der erste. Ich denke mal, wird so knapp über 40 haben. Und von mir kann man wunderbar zurücksetzen. Ja, und wieder war es der Kleine hier. Der Swingball. Ich mag die Naturdekore und ja, sieht man auch wieder warum. Und das Schöne ist, das ist ein Naturdekor, das auch ein bisschen UV-Anteile hat. Also das Wasser ist relativ trübe und ganz offensichtlich mögen die Zander, das ist gerade ganz besonders. Ich frage mich nur, wann die Barsche kommen. Zielfisch ist draußen. Ja, kommen wir jetzt mal langsam zum Theoretischen. Die Floating Creatures. Ich bin von Anfang an mega begeistert davon, was schon allein an dem Material liegt. Das Material ist Elastec. Elastec ist ein wahnsinnig flexibles, dehnbares Material, das man kaum kaputt bekommt. Also ich versuche es mal einfach jetzt euch zu demonstrieren. Es ist schon richtig Schmackes, mit dem ich ziehe und das kriegt so gut wie kein Fisch kaputt. Sprich, wenn ihr im grundelverseuchten Gewässer unterwegs seid, ihr seht jetzt hier, wie weit ich den ziehe. Das ist eine ganz, ganz dünne Verbindung zu dem Kügelchen hier hinten dran bei dem Swing Ball. Das sind vielleicht erstmal 1,5 mm sein. Und trotzdem, das hält es aus. Und wenn da jetzt eine Grundel oder ein kleiner Barsch drauf herumnagt wie ein Wahnsinnige, ihr setzt einen Anhieb, meistens kennt ihr es von vielen anderen Gummifischen, Paddletail weg, Scheren weg, was auch immer. Scheren, apropos Scheren. Das ist das gleiche Spielchen hier mit den Scheren. Die Köder überleben halt diese Attacken. Das ist das, was mich zum einen mega begeistert. Also es ist eine unheimlich nachhaltige Angelei in der Hinsicht, dass man nicht andauernd neue Köder braucht, weil die innerhalb von einem Angeltag man eine Packung zerfleddert hat, weil die Fische einfach da drauf gehackt haben wie die Wahnsinnigen. Die einzige Möglichkeit, die zu verlieren, ist entweder ein wahnsinniger Hecht, der da
den Köder doch irgendwie halbiert bekommt oder Abrisse. Aber ansonsten werdet ihr mit einer Packung locker 100, 200 Fische fangen. Die nächste krasse Eigenschaft von diesen Ködern ist, sie schwimmen. Da am Jigkopf macht es schon ein bisschen Unterschied. Also je nachdem, wie leicht der Jigkopf ist und wie groß der Köder. Klar, wenn ihr am Jiggen seid und der Köder kommt auf, treibt ihr eher ein bisschen hoch. Aber ich würde mal fast sagen, dass da die Floating-Eigenschaft von so einem kleinen Köder nicht ausreicht, um den Köder großartig aufzustellen. Aber wenn ihr Rigs verwendet, sowas wie Carolina Rig oder Slide Rig oder Kickback Rig oder wie die alle heißen. Normalerweise verwende ich immer Offset-Haken für die Köder. Macht doch Sinn, wenn man sinkende Köder verwendet, die dann über Grund gezogen werden, hat man mit den Offset-Haken die Möglichkeit, die Spitze in Köder zu verstecken und verhindert so, dass die Haken an Steinen, Wasserpflanzen, Geäst und sonstigen hängen bleiben. Wenn man jetzt aber so stark auftreibende Köder verwendet wie diese Floating Creatures, kann man auch gerne mal einen ganz normalen Dropshot-Haken dann verwenden. Ist sogar besser. Während ein Offset-Haken, wenn der hier drin steckt, so viel Widerstand im Körper hat, weil es halt ein ziemlich weiches, klebriges Material ist und man relativ viele Fehlbiss hat, hat man mit normalen Dropshot-Haken eine sehr gute Bissausbeute. Und das Schöne ist, der Köder treibt immer auf. Also wenn ihr den heranzieht, zieht ihr das Gewicht dran, der Köder bewegt sich mit dem Zug ein bisschen nach unten und treibt wieder auf. Wenn ihr sehr langsam fischt, müsst ihr euch so ungefähr vorstellen, sagen wir mal, mein Arm ist jetzt der Untergrund und wir nehmen jetzt einfach mal einen x-beliebigen Köder und das wäre so die Vorfachlänge, der auftreibt, dass da der Köder halt über den Grund treibt. Und wenn ihr ganz langsam fischt, dann zieht ihr ein bisschen da runter und der treibt wieder auf. Wenn ihr jetzt relativ zackig fischt, dann wird er natürlich, wenn ihr keine langen Pausen macht, der Köder nicht am Vorfach kerzengerade auftreiben, sondern wenn ihr ihn zackig fischt, zieht ihr ihn zum Grund runter, halt mit dem Zug und lässt ihn nur kurz auftreiben und zieht ihn wieder runter. Also je nach Führungsgeschwindigkeit könnt ihr auch sehr stark beeinflussen, in welchem Winkel und wie nah am Grund er immer sich bewegt. Langsame Führung bis zu maximaler Vorfachlänge, schnelle Führung deutlich kürzer. Gerade Barsche lieben es, habe viele Barsche, bis ich glaube der größte hatte irgendwas um 48, 49 gehabt, gefangen. Erst jetzt letztes Wochenende vom Kajak nochmal ein 46er, das war dann der einzige Fisch des Tages, also der einzige Barsch des Tages, aber mega gefreut und auch auf einen von diesen Floating Creatures und da war es der Crayfish. Da kommen wir nämlich schon zu den Sorten. Es gibt vier verschiedene Floating Creatures. Das ist Crayfish, ein kleiner Krebs. Das ist der Schaufelshad, das ist das Teil, was ich hier gerade die ganze Zeit in der Hand habe. Kleiner ja, Shad-Körper, kann man sagen, und ein sehr, sehr breiter Schwanz. Dann gibt es einen Swingball, das ist, ihr kennt es vielleicht von Spiky Shad. In Spiky Shad ist ein Noppenkörper und am Ende ein kleiner Schwanz mit so einem Kügelchen dran. Und dann gibt es noch einen weiteren, das ist der Funky Worm. Das ist ja, im Prinzip ja, so eine Wurst mit Fransen hinten dran. Das sind die vier verschiedenen Köder, die es von den Floating Creatures gibt. Jeden Köder gibt es in zwei verschiedenen Größen. Einmal in 7 cm und einmal in 9 cm. Ja, hier zum Größenvergleich seht ihr nochmal die einzelnen Packungen. Wir haben jetzt hier den Shovel Shad, den Swingball und den Crayfish. Und hier die sechs Farben von den UV Floating Creatures. Das ist Candy Floss, Green Pumpkin, Chartreuse, Sparkling Oil, Salt and Pepper und Golden Glitter. Wie ihr schon gerade eben gesehen habt, habe ich auf den kleinen Swingball schon zwei Zander gefangen. Die habe ich diesmal auf dem Jigkopf gefangen. Jigkopf ist eine Besonderheit, die muss man bedenken. Diese Gummiköder sind durch das elastische Material nicht ganz so einfach auf den Haken aufzuziehen. Wenn ihr jetzt einen Jighaken ohne Baitholder habt, geht es relativ gut, ist in Ordnung. Aber wenn ihr Jigkarten mit Baitholder habt, ist es ein Krampf, den Baitholder in den Köder reinzukriegen. Das hört sich jetzt in einem ersten Moment nach einem absoluten Nachteil an, aber es gibt eine Möglichkeit. Ihr geht hin und geht mit dem Daumennagel unter dem Baitholder und klappt den ein bisschen hoch und schiebt den Köder unter den Baitholder, sodass ihr den regelrecht einklemmt. Müsst ihr ein paar Mal machen, weil das ist halt ein zähes Material, das braucht ein bisschen ja, Hartnäckigkeit, um es wirklich vernünftig unter diesem Baitholder festzuklemmen. Aber jetzt kommt das Geile. Dieser Mehraufwand lohnt sich wirklich, weil der Baitholder hält den Köder bombenfest.
Da tut sich nichts. Das kriegt kein Fisch vom Haken runtergezogen. Zweite schöne Nebeneffekt ist, Baithorder, wir kennen's, hauen die in den normalen Gummifisch rein und die halten den Gummifisch schon wirklich gut fest, aber irgendwann ist dieser Punkt erreicht, da hat es so oft dran geruckelt und genuckelt, dass dann irgendwann mal der Kopf vom Gummifisch doch auseinander gerissen wurde und der Baitholder findet keinen Halt. Und dadurch, dass er halt hier wirklich nicht im Köder drinsteckt, sondern einfach nur wirklich festklebt, wie eine Klemme, und das Gummi extrem elastisch und widerstandsfähig ist, geht es nicht kaputt und ich find's cool. Nichtsdestotrotz, ihr seht jetzt, es gibt zwei Varianten, wo ich diese Köder am liebsten einsetze. Das ist ja einmal diese Bodenrigs, wo ich schon gerade gesagt habe, mit Dropshot-Haken, auftreibend. Weil ich fange an, immer begeisterter davon zu sein, den auch am Jig-Haken mal zu nutzen. Weil ich halt dieses extrem Robuste sehr zu schätzen weiß und es fängt. So, wir sind jetzt wieder in einem neuen Gewässer und ich war vor ewigen Jahren mal hier und da war im Frühherbst, also so September um den Dreh und da haben wir ganz gut Barsche gefangen und deswegen hoffe ich, dass die auch jetzt hier stehen könnten. Ein Dropshot-Angler hier vorne, der hat schon einen Barsch, der hat schon 30 plus gefangen und ich habe tatsächlich gerade auch in dem letzten Wurf zwei Zupfer gehabt. Ich verwende meinen Slide-Rig. Aber das hier halt die Kombination aus Kickback-Rig und Carolina-Rig. Zupfe den halt schön langsam über Grund, lassen Köder immer mal wieder auftreiben und hoffe halt damit, sowohl Fische, die direkt am Grund stehen, als auch knapp darüber patrouillieren, halt die Aufmerksamkeit von denen zu kriegen und offenstand natürlich auch die Bisse. Wie gesagt, im ersten Wurf waren es zwei Zupfer. Gerade das finde ich halt an diesem Köder so geil, dass er halt diese Auftreibenfunktion hat und deswegen halt so auch gefischt werden kann. Also, dass man den nicht nur über Grund schleift. Es ist nur eine Zeit, dass man ein richtig schöner Barsch beißt, weil, ja, dass hier gute Fische sind, hat man gerade eben dort gesehen. Ja, das ist ein besserer. Wunderschöne Farben. Ganz vorsichtiger Biss. Also sie haben definitiv keinen Bock, sehr aggressiv zu beißen. Kein Riese, aber schon ein wunderschöner Fisch. Geil. So, dürfte ein relativ kleiner sein. Ah, ist ein kleiner. Man hat nasse Hände wenigstens. Immer noch nicht die Größe, wie man sie sich erhofft. So, Köder abhängen. Aber es ist ein Fisch. Tja, Patrick, sein Rig funktioniert, auch auf Zander. Ich habe jetzt mal die Farbe Candy Gloss genommen, so ein Pink. War eigentlich davon ausgegangen, dass es ein Barsch ist, das wäre ein richtig guter gewesen, aber ich freue mich auch über Zander. Ich möchte euch noch ein ganz tolles Produkt aus der Fox Rage Voyager Serie vorstellen. Und zwar haben wir hier speziell für die Floating Creatures eine Tasche. Nennt sich Softbait Binder. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Ringordner. Und diese Blister dieser Creatures haben eine Lochung, sodass ihr die wie beim Ringordner hier
einheften könnt. Der Patrick hat euch ja schon ausgiebig über die Haltbarkeit und Unzerstörbarkeit der Köder informiert. Und hier könnt ihr die nochmal richtig sicher lagern. Es passen bis zu 8 Blister rein. Ihr habt hier noch die Möglichkeit, andere Utensilien wie Dropshot-Bleie, Fluorocarbon oder sowas unterzubringen. Tolle Reißverschlüsse, tolles Design, kann ich euch nur empfehlen. Ich liebe diesen Köder. Ich liebe ihn einfach. Ja, hier sieht man wieder der Shovel-Shed, wieder ein Green Pumpkin. Und wie soll es anders sein? Wieder ein schöner Barsch. Wie ihr seht, hat der Barsch viele kleine schwarze Punkte. Das ist ein Parasit, wird glaube ich auch Schwarzpünktchenkrankheit genannt. Ist für die Fische relativ harmlos, also da muss ein Fisch schon sehr geschwächt sein, damit es für ihn im Endeffekt tödlich ist. Aber gerade wenn die Fische sehr hart am Grund sind, haben sie öfters schon mal solche Parasiten. Einfach, dass ihr Bescheid wisst, ist nichts Dramatisches, ist einfach nur, ja, gehört zur Natur dazu. Wenn ihr mit schwimmenden Ködern am Rig fischt und da halt zwischen Gewicht und Köder einen halben Meter Schnur zum Beispiel habt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr hochkonzentriert fischt, weil die Bisse sind nicht so intensiv zu spüren wie zum Beispiel beim Jiggen, wo man halt den direkten Kontakt zum Köder hat, weil Gewicht und Köder direkt nebeneinander sind und dadurch den Biss viel intensiver spürt, ist es bei dem Rig eher ein ganz dezentes, kurzes Tuck. Und den muss man A mitbekommen. Und das zweite ist, wenn ihr den Biss habt, also gespürt habt, dass da ein Fisch dran war, 1, 2, 3, anschlagen. Könnt ihr es blind da anschlagen. Wenn der Fisch nicht hängt, egal, der nächste Biss kommt sicher. Aber es macht mehr Sinn als zum Beispiel im Vergleich, oh, ich habe einen Biss und ich warte jetzt, bis ich spüre, dass der Fisch Schnur zieht. Das könnt ihr machen, wenn ihr definitiv jeden Fisch mitnehmen wollt, weil da ist das Risiko relativ hoch, dass der Fisch den Köder schon tiefer geschluckt hat. Aber wenn ihr zum Beispiel in Holland fischt und es für euch auch wichtig ist, die Fische zurücksetzen zu können, dann solltet ihr halt relativ zügig anschlagen, um halt tief, ja, verschluckte Köder zu vermeiden und unnötig verangelte Fische. Ist ja gerade schade, wenn es ein ganz großer ist. Mega chillig, so zu sitzen und zu angeln. Okay, da mache ich jetzt keinen Best Grip. Das ist mir dann doch ein bisschen zu krass. Richtig geil gefaltet. Bye bye, my friend. Frequenzangeln vom Feinsten. Also, das macht schon richtig Spaß. Wie gesagt, die Dinger sind in der Hammer. Ich kann es nur jedem empfehlen, immer auszuprobieren, wenn man gerne mit leichten Rigs fischt auf Barsch und Zander und man diese Finesse-Angelei gerne hat. Gute Wahl, sehr gute Wahl. So, jetzt haben wir ein Beispiel, wo ich zum Beispiel keine Rigs verwenden würde. Also auf jeden Fall nicht so aus der Carolina oder Slide Rig oder Kickback. Das ist, wenn du hier so ganz nah am Ufer bist, da viel Gestrüpp ist, Unrat im Wasser und so weiter und du einen kleinen Bereich hast zum Abfischen. Da hast du halt relativ schnell das Handicap, dass du das Rig nicht vernünftig führen kannst. Und da schlägt nichts, entweder Dropshot geht oder halt ein kleiner Jigkopf und dann wirklich vertikal an der Spundwart ein bisschen abfischen. Im Winter nicht mehr ganz so gut, aber im Herbst und auch noch im Sommer
mega Hotspots. Und auch jetzt lohnt es sich dann, versucht zu starten, weil da stehen Barsche. Einfach Jig hacken, runtersinken lassen, ein paar Mal zupfen und schon hat man da den Barsch. Perfekt, meine Kerlchen. Typischer Kaulbarsch-Effekt. So, liebe Leute, hatten wir einen schönen Tag gehabt. Wir hatten viel Spaß, nicht wahr? Kam ja einiges bei rum, ein paar Zander, ein paar Barsche. Ich hoffe, ich konnte dich mal von den Ködern jetzt endgültig überzeugen. Absolut. Es war genau das, was ich mir erhofft habe. Es sind Köder, mit denen man echt gute Frequenzen erreichen kann. Was heute gefehlt hat, waren die großen Fische. Es kann nicht immer hinhauen, aber es ging schon einige große Barsche auf diese Köder. Also ich kann es auch den Großbarschanglern empfehlen. Probiert sie aus. Lasst euch nicht von den kleinen Größen abschrecken. Die funktionieren wirklich. Und ja, ich denke mal, Jig oder Finesse, was würdest du sagen bei diesen Ködern? Ich würde definitiv Finesse empfehlen. Das ist ein bisschen also, besser. Ja, deine Montage, die hat mich wirklich überzeugt. Also ich war erst sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Wir haben uns ja am Tag zuvor schon etwas drauf eingeschossen. Patrick kennt die Köder ja schon lange. Und ich bin jetzt im Nachhinein wirklich überzeugt. Also tolle Sache. Ja, nichtsdestotrotz, wenn man sich die Mühe macht und den Köder dann unter dem Baitholder einklemmt, kann man den auch echt gut mal fürs Jiggen verwenden, wenn man halt zum Beispiel wirklich hardcore vertikal in so kleinen Ecken wie gerade eben zwischen dem Booten, wo das Gestrüpp ist, da einfach mal runterlassen will. Oder wenn man wirklich sagt, ich will jetzt einfach jiggen, dann kann das auch damit funktionieren. Und gerade dadurch, dass das Material so mega elastisch ist, wenn der einmal festgeklemmt ist, der hält auch. Also Finesse, nutzt mal alle guten Eigenschaften des Köders. Aber man kann trotzdem noch flexibel einsetzen. Ja, das haben wir heute auf jeden Fall gesehen. Ja. Fand es auch witzig, dass der Dropshot-Angler geflüchtet ist, weil er nichts mehr gefangen hat. Und wir gehen hier hin und haben dann noch, alleine hier kam ja noch mal gutes, locker 7-8 Fische, die wir noch raus. Ja, denke ich schon. Plus die ganzen Fehlbisse und Aussteiger. Das war eine mega geile Angelei. Und ich hoffe nur, dass es euch auch motiviert, die Köder mal auszuprobieren, ans Wasser zu gehen und viele Fische zu fangen. Lasst es uns wissen, wenn es geklappt hat. Wir sind immer neugierig, was ihr zu sagen habt. Leute, Tight Lines, wir gehen noch ein paar Würfe machen, oder? Denke ich. Ja, ich will noch heißen. Los geht's.